Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem Juni an und es sind 11 Bücher bei mir eingezogen und ich kann so viel den Büchermonat spoilern, dass ich sagen kann, ich bin auch gerade noch beim 11. Buch. Das heißt, ja, wenn alles gut läuft, habe ich genauso viele Bücher gelesen, wie bei mir eingezogen sind und das macht mich tatsächlich doch ein bisschen happy, dass der Juni nicht ganz so eskaliert ist, wie vielleicht noch der Mai oder gar der April. Ja, von den 11 Büchern waren es 7 haptische Bücher, 2 E-Books und 2 Hörbücher. Kommt das hin? Ja, richtig. Und ja, leider ist es hier dann doch nicht ganz so aufgegangen mit dem Thema ja, mehr digital als haptisch, was einfach an der Rebuy-Bestellung lag und auch an einem Bücherschrank-Schatz, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox, markiere hier auch, was ein Rezensionsexemplar ist. Also schaut da gerne vorbei, sollte ich es hier irgendwie vergessen zu erwähnen. Ich verlinke euch ja auch immer die Thalia-Seite zu den Büchern. Also wenn ihr darüber vielleicht dann tatsächlich auch bestellen wollt, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es aber nicht teurer, findet ihr aber auch alle Informationen in der Infobox. Wir starten mit dem ersten Hörbuch und das ist auch ein Hörbuch, was ich bereits gehört habe, dementsprechend dann auch ein bisschen was im Büchermonat berichten werde, und zwar Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff. Das ist der zweite Teil seiner Vampir-Saga, ist auch, ich glaube, tatsächlich Ende Mai oder Anfang Juni direkt neu erschienen und wurde von mir dann auch über den halben, ja, oder zwei Drittel Monat gehört, hat knapp 1000 Seiten, dementsprechend auch einiges an ja, Hörzeit gehabt und wir haben hier wirklich düstere, brutale, sehr epische Vampire. Wir haben hier wirklich eine Endzeitstimmung. Es ist sehr atmosphärisch und ich hatte ja auch noch im Vormonat den ersten Teil gereadet und Robert Frank liest hier einfach nur perfekt. Also ich könnte diesem Mann bei allem zuhören. Ich mag seine Stimme unglaublich gerne. Ich mag, dass er dieses Verruchte und Dunkle und Epische wunderbarst vertont. Und dementsprechend war hier klar, dass es das Hörbuch wird. Zur Handlung und Ähnlichem werde ich gar nicht so viel verraten. Da schaut dann einfach gerne beim Büchermonat vorbei. Klickt hier gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Und dann werde ich auch ein bisschen was natürlich zur Handlung und zur, ja, wie es mir gefallen hat, natürlich auch erzählen. Dann habe ich bei Rebuy bestellt, weil ich glaube, ja, 2 Bücher, also ein Buch von meiner ja, Warnliste sozusagen aufgeleuchtet hat, dass es da ist. Wie heißt es da? Kaufalarm. Und ein Buch wurde mir von einer Freundin geteilt, beziehungsweise von ihr erzählt, dass das ja in Ägypten spielt und ob das nicht ein bisschen was für mich wäre. Und auch das war vorrätig, dann sind aber noch 2 andere Bücher eingezogen. Und zwar habe ich jetzt so ziemlich die letzten 2 Bücher aus dem Sehnsuchtsorte-Reihe von Eden Verlag bestellt. Das sind so die letzten 2, die mich noch interessieren. Ich habe, glaube ich, noch 1 jetzt auf dem Sub, dementsprechend jetzt mit den 2 noch 3 und dann bin ich so ziemlich durch. Es gibt dann, glaube ich, noch so 2, 3 Bücher, die ich nicht habe, die ich aber vielleicht auch gar nicht so möchte, weil mich da die Themen einfach nicht so ansprechen. Zum einen ist es In der Ferne scheint das Glück, wie ich dank meiner großen Liebe und einem wilden Pferd mein Paradies fand, von Veronika Danzer mit Christine Ullmann. Hier, ich weiß gar nicht, welcher Teil es genau ist, war, glaube ich, auch einer der ersten Bände. Das sieht man noch ein bisschen am Cover, weil die später ja dann auch so ein bisschen noch anders wurden. Leider wird ja diese Reihe im Grunde nicht oder diese Serie nicht weitergeführt, weil es den Eden Verlag in seiner Form so nicht mehr gibt. Aber da freue ich mich. Wir steigen hier nämlich in die Karibik aus. Ja, also von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Und dann haben wir hier Ein Leben wie aus einem Abenteuerroman, Eine Insel nur für uns, von Nina und Adrian Hoffmann, eine wahre Geschichte von Einsamkeit und Zweisamkeit. Und hier gehen wir, ich glaube, auch tatsächlich in eine wunderschöne Ecke, auch ins Paradies. Ich lese jetzt gerade gar nicht wo, Fisch am Paradies, doch bald wird es dann auch wahr. Ja, steht tatsächlich jetzt gar nicht hier hinten drauf, wo wir hingehen. Ach, auf eine einsame Südseeinsel. Und das ist ja was, wo ich in meinem Leben auch gerne nochmal hin möchte, in die Südsee. Ich glaube, deswegen hat mich auch diese Geschichte nochmal so angesprochen. Ja, 2 der Sehnsuchtsorte-Reihe. Dann kommt das Buch, wo mir meine Freundin geschickt hat und gemeint hat, Mensch, Steffi, das klingt doch wie ein Buch für dich. Und zwar Die Hoffnung auf ein neues Morgen, Die Frauen von Luxor von Martina Sala.
Gefällt mir vom Cover tatsächlich auch ganz gut, hat mich sehr angesprochen und war dann auch relativ günstig, obwohl es, glaube ich, ein Self-Publisher-Verlag ist, dieses Tinte und Feder. Ich glaube, es fühlt sich zumindest so ein bisschen klassisch an, wie sich oft die Self-Publisher-Bücher anfühlen. Wir haben hier einen mitreißenden Roman um eine starke Frau zur Zeit der großen Ausgrabungen in Ägypten. Das ist genau meine ägyptische Zeit. Wir starten allerdings in England 1921. Und wir haben hier den Ägyptologen Richard Parker, der die junge Victoria zusammen mit ihrem 13-jährigen Bruder ins ferne Kairo entführt, sozusagen als Vater. Und das findet seine Verlobte nicht so toll. Sie ist eher die eigensinnige Schönheit und sie würde eben lieber heiraten und in England bleiben, als nach Ägypten gehen. Doch dann sind wir eben bei den Ausgrabungen im Tal der Könige und suchen nach dem Grab von Tutanchamun. Und da sind dann auch alle sehr beeindruckt und dann lernt sie den verschlossenen Lucas Hodgins kennen und wird auch als Zeichnerin Teil seines Ausgrabungsteams. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich da sehr drauf. Ich liebe Geschichten, die in Ägypten spielen. Liest man persönlich viel zu wenig, außer es geht dann wirklich sehr häufig um diese Ausgrabungen oder wir gehen sehr weit zurück in die Geschichte, aber 1920er Jahre sind auf jeden Fall super spannend. Und dann, der Kaufalarm war gesetzt für Mai Mochizuki. Das Mondschein-Café, ein doch recht dünnes Büchlein. Ich hatte mir das fast ein bisschen dicker vorgestellt. Von dem hat letztens auch noch Fabienne vom Kanal Japan Connect erzählt. Und bei mir war das auf der Wunschliste. Und es heißt so schön, diese Geschichte verzaubert Leser auf der ganzen Welt. Sie beruht auf dem japanischen Mythos, dass Katzen den Menschen, die sie gut behandelt haben, etwas zurückgeben möchten. Und das ist so eine wunderschöne Vorstellung. Von inspirierenden Begegnungen unter einem atemberaubenden Sternenhimmel. Das Mondscheincafé hat keinen festen Standort, es taucht unversehen in Vollmondnächten auf und wird von Katzen betrieben. Eine Drehbuchautorin in der Krise, eine Fernsehregisseurin mit gebrochenem Herzen und zwei Unternehmer mit beruflichen Schwierigkeiten finden sich in einem halbträumenden Zustand plötzlich im Café wieder. Dort erhalten sie nicht nur süße Köstlichkeiten, sondern auch Ratschläge, die ihr Leben verändern werden. Denn oftmals liegt die Antwort in den Sternen. Das klingt wunderschön und ich lese ja sehr gerne im asiatischen Raum und bin hier sehr gespannt, ob mir das gut gefallen wird. Ich weiß gar nicht, aus welcher Sprache, aus dem Japanischen wurde es übersetzt, von Samine Mangold und Yukiko Luginbühl, wahrscheinlich so. Dementsprechend freue ich mich sehr auf diese japanische Geschichte. Dann ist ein Wälzer bei mir eingezogen. Den habe ich mir nicht ganz so dick vorgestellt. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zum Hörbuch greifen. Ich glaube, dann gesprochen von David Nathan. Es ist das neue Buch von Justin Cronin, Ferryman. Ich bin ein großer Liebhaber der Passage-Trilogie. Es gibt tatsächlich zwei, drei Szenen, die mir noch wahnsinnig präsent sind, die mich ab und an noch meine Träume verfolgen. Und das ist definitiv eine Reihe, die demnächst irgendwann mal gereadet werden muss. Ich werde den ersten Teil wahrscheinlich lesen, der steht ja auch hier irgendwo hier unten. Und Teil 2 und 3 werde ich dann wahrscheinlich einfach hören. Ich habe da so Lust drauf. Aber endlich etwas Neues von Justin Cronin. Ferryman, der Tod ist nur der Anfang. Nach dem Weltbestseller Der Übergang, der neue große Roman von Justin Cronin. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. In einem riesigen Ozean, idyllisch abgeschieden vom Rest der Menschheit, liegen die Inseln von Prospera. Die Bewohner genießen ein unbeschwertes Leben voller Privilegien, umsorgt von dienlichem Hilfspersonal. Neigt sich ihre Lebenszeit dem Ende zu, werden sie auf eine geheimnisvolle Nachbarinsel geschickt, um dort neu gebootet zu werden und ein weiteres Leben zu beginnen. Proctor Bennett ist der Fährmann, der die Prosperaner dorthin geleitet. Er hat seine Arbeit nie in Frage gestellt, bis er eines Tages eine kryptische Nachricht erhält, die bestätigt, was er insgeheim immer befürchtet hat. Eine Wahrheit, die das Schicksal der Menschheit auf ewig verändern wird. Und im ersten Moment habe ich so ein bisschen an den Film Die Insel gedacht, mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson. Aber ich glaube, es geht hier wahrscheinlich doch in eine andere Richtung. Aber dieses Gebootet und die Menschheit und dass wir dann einfach ein neues Leben starten, klingt einfach mega spannend. Ich bin sehr gespannt, was Justin Cronin hier auf knapp, wahrscheinlich 600 Seiten, ne? Ja, sogar knapp 700 Seiten erzählen wird. Und wie gesagt, ich glaube, ich werde mir das ein bisschen von David Nathan parallel vorlesen lassen und bin da aber sehr, sehr, sehr gespannt und neugierig. Mit der Super Happy wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und ich hoffe hier auf ein wunderbares Lese-Highlight.
Und dann habe ich mir ein günstiges E-Book geholt. Für 6,99 gab es Ray Bearer von Jordan Ifueko. Das hatte ich so ein bisschen auch schon im Blick für die Neuerscheinungen im Juni. Denn es heißt so schön, High Fantasy inmitten westafrikanischer Mythen. Der zweite Teil ist auch schon angekündigt für Ende Oktober und es wird eine Dilogie sein. Dementsprechend ist es dann auch mit dem zweiten Teil abgeschlossen. Und ich fand einfach den E-Book-Preis 6,99 absolut unschlagbar und habe deswegen auch zum E-Book gegriffen. Seit frühester Kindheit wurde sie darauf vorbereitet. Endlich zieht Tarisai in die Hauptstadt des Königreichs, um dort eine von 11 Vertrauten des Kronprinzen Dayu zu werden. Sie, die in kompletter Isolation aufgewachsen ist, findet dadurch die Gemeinschaft, nach der sie sich immer gesehnt hat. Doch die neue Position gibt ihr auch Macht. Die Macht, Dayu zu töten. Genau das ist der magische Wunsch ihrer manipulativen Mutter, der Tarisai als Kind eingepflanzt wurde und dessen grausame Magie sie gefangen hält. Wird Tarisai stark genug sein, die zu verteidigen, die sie liebt? Ich fand das wirklich sehr spannend. Ich fand auch interessant, dass wir hier in Westafrika unterwegs sind, dass wir hier über Mythen im Grunde auch mal mehr erfahren. Wir sind sehr, sehr selten in der Fantasy im afrikanischen Kontinent. Sehr häufig sind wir ja tatsächlich eher im Asiatischen oder eben gar ja in unserem Mittelalter. Und dementsprechend freue ich mich hier auf diesen westafrikanischen Flair. Ich freue mich auf diesen Kontinent zu bereisen und den eben mit Mythen da so ein bisschen mehr vielleicht tatsächlich zu erfahren. Und dann ist ein haptisches Buch bei mir eingezogen, was aber gerade verliehen ist. Dementsprechend blende ich es euch ein. Und zwar der fünfte Teil der Achtsam-Morden-Reihe von Carsten Dussel mit dem Untertitel Achtsam-Morden durch bewusste Ernährung. Wurde mir vom Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, nachdem mir ja Band 1 bis 4 sehr, sehr gut gefallen hat. 3 und 4 habe ich jetzt auch im Juni schon gelesen. Auch der fünfte ist gelesen. Dementsprechend werde ich da auf jeden Fall auch mehr in den beiden Büchermonaten dann erzählen, weil Teil 3 und 4 war eher Anfang des Monats, Teil 5 dann gegen Ende des Monats und deswegen ist er jetzt eben auch verliehen, denn ich lese das ja zusammen auch mit einer lieben Freundin, also zusammen nacheinander und Teil 3 und 4 hatten wir uns ja aus der Bücherei ausgeliehen und dann dachte ich, ach, frag doch mal beim Verlag an, vielleicht ist der fünfte Teil noch irgendwie da und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich ihn bekommen habe und dass ich jetzt die Reihe, soweit sie eben da ist, dann auch lesen konnte. Weitere Teile sind aktuell nicht da. Ich konnte auch nicht finden, ob es einen sechsten Band gibt. Kann aber schon so viel verraten, dass der fünfte Teil doch ein bisschen nachgelassen hat. So alles, was wir ein bisschen um diesen Anwalt Björn erleben, hat im fünften so ein bisschen an Schwung, an Witz, ja, an auch so ein bisschen dunklem Humor ein bisschen verloren. Dazu aber, wie gesagt, mehr dann im Büchermonat. Aber der fünfte Teil ist bei mir eingezogen. Und dann war ich in dem Bücherschrank. Ich glaube, das habe ich euch so ein bisschen gezeigt im Stephen King Vlog. Da habe ich, glaube ich, so kurz auch ja ein bisschen andere Einblicke des Monats mitgegeben. Und da habe ich den Bücherschrank, beziehungsweise war das in dem Fall so ein ganzer Bücherhaus, wo es auch Spiele gab und Puzzle gab, also richtig cool, auch zum Verweilen vorher Bänke, das hatte ich richtig schön. Und da habe ich ein Buch von Ted Williams entdeckt, Die dunklen Gassen des Himmels. Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen, ist glaube ich auch so von der Aufmachung schon relativ alt, würde ich sagen. Ja, zumindest 2012 für die deutsche Ausgabe und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch im Original 2012, also über 10 Jahre. Und das ist der Auftakt der Bobby Dollar Reihe. Ich habe aber auch noch gar nicht mich so mehr damit beschäftigt. Der Kampf zwischen Himmel und Hölle ist entbrannt. Der Auftakt der neuen Trilogie von Ted Williams um den Engel Bobby Dollar ist an Spannung und Witz nicht zu überbieten. Und ich glaube, dieses Engel, Spannung und Witz hat mich beim Bücherschrank auch da so herangelockt. Denn Bobby Dollar ist ein Engel und als Engel weiß er so ziemlich alles über die Sünden der Menschen. Er ist nämlich Anwalt für die Seelen der jüngst Verstorbenen, um die zwischen Hölle und Himmel erbittert gekämpft wird. Und dann heißt es, noch viel besser, als ich zu träumen gewagt hatte, scharfzüngig, rasant und vor allem originell. Und das sagt Patrick Rothfuss. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Ich habe, glaube ich, von Ted Williams, nur das ganz bekannte Buch gelesen, was mir gerade so wie gar nicht einfällt. Genau, Otherland war es, genau. Das habe ich, glaube ich, mal angefangen. War nicht so ganz meins. Shadow March kenne ich, das Geheimnis der großen Schwerter, sagt mir was. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich mag Fantasy und dachte, dieses Schätzchen auch in diesem wirklich guten Zustand kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und Engel lese ich tatsächlich sehr, sehr selten in der Fantasy. Gefühlt, ich glaube, bei City on Bones waren ja immer mal so ein paar Engel.
Sonst kommt das tatsächlich eher selten vor. Und dementsprechend bin ich einfach gespannt, was mich hier erwartet. Vielleicht kennt ihr ja das Buch auch schon, dann könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren auch ein bisschen drüber quatschen. Dann ein Hörbuch, und zwar der dritte Teil von der Liebe, Leuchtturm und vier Pfoten-Reihe von Karin Könige, Sommerglück im Leuchtturm. Der erste Band waren ja Winterküsse im Leuchtturm, der zweite Band Liebeschaos im Leuchtturm und jetzt haben wir eben Sommerglück. Und ich mochte die Reihe bisher gar nicht, fand den ersten Teil auf jeden Fall stärker als den zweiten Teil. Aber nichtsdestotrotz hat mir hier der Klappentext einfach auch so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich hole mir das auch als Hörbuch. Und dann wurde es mir im Grunde als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Und wir sind hier im Grunde wieder an dem Ort, an dem Leuchtturm, den wir eben aus den beiden anderen Teilen kennen. Man kann das aber komplett frei voneinander lesen. Wenn die größte Miesmuschel der Nordostsee dir die ersehnte Praxisräume wegschnappt, hilft nicht mal ein quirliger Hundewelpe. Oder doch? Lenia kann ihr Glück kaum fassen. Ihr Traum, neben ihrer Teestube eine kleine Wellness-Oase zu eröffnen, wird wahr. Doch in letzter Sekunde schnappt ihr ein junger Arzt die Räume weg. Und dann will dieser eingebildete Janis ihr auch noch verbieten, weiterhin heilsame Kräutertees zu verkaufen. Der spinnt wohl. Dummerweise verursacht Linja einen kleinen Unfall und muss nun für Jannes Krankenschwester spielen, wobei gewaltig die Fetzen fliegen. Sie hält den attraktiven Arzt für herzlos, doch beim quirligen Hundewelpen Fridolin zeigt Jannes eine ganz andere Seite. Hat er vielleicht doch das Zeug zum Traummann? Romantisch, witzig und zum Träumen und Wohlfühlen. Und wir fahren eben wieder nach Möwenitz und sind dann eben am Leuchtturm wieder zugegen, den wir eben auch schon aus den Reihen kennen. Und ich bin nicht der größte Fan von diesen Enemies to Lovers. Ich hoffe aber, dass das hier schön erzählt wird. Und es ist, glaube ich, ganz klar, wo diese Geschichte hingeht. Ich glaube, sehr überraschend wird es nicht sein. Aber ich finde ja, bei Liebesgeschichten, Wohlfühlgeschichten ist auch immer eher der Weg das Ziel, als dann dort wirklich ankommen. Ja, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Auch das nächste Buch wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, und zwar Die unendliche Reise der Aubrey Tovell von Douglas Westerbecke. Und das habe ich als E-Book erhalten, mich mega darüber gefreut, denn auch dieses Buch hatte ich schon im Blick, weil es mich ein wenig an das unsichtbare Leben der Eddie LaRue erinnert hat. Aber nur so vielleicht von dieser Grundstimmung. Klappentext, der wirklich sehr spannend ist. Ja, wir starten Ende des 19. Jahrhunderts und die 10-jährige Pariserin wird plötzlich von einem mysteriösen Leiden heimgesucht. Sie kann nie länger als 3, in Ausnahmefällen 5 Tage an einen Ort bleiben. Und so reist sie bis zu ihrem Tod die ganze Erde jahrzehntelang zu Fuß, und dabei erlebt sie eben einiges an Abenteuer und trifft auch Menschen, die ihr sehr viel bedeuten. Wir sind hier wohl in der Wüste, wo sie ihre erste Liebe kennenlernt. Sie geht auf das Himalaya. Sie fährt mit der Transsibirischen Eisenbahn, trifft dort dann auch ihre erste große Liebe und verliert sie. Dann ist sie auch bei den amerikanischen Ureinwohnern, dann ist sie auch in Indien, trifft dort den Prinzen Surasiva, und sie lernt dann eben auch, dass es nicht auf die Zeit ankommt, die man zusammen hat, sondern dass man eben einfach darüber glücklich sein soll, dass man überhaupt Zeit miteinander hatte. Und so nach und nach hat sie dann auch eine Freundin, Martha, die ihr sehr nahe kommt und die auch das Lebensgeheimnis so ein bisschen beleuchtet. Und dann muss sie aber doch am Ende, also Aubrey, doch allein dieses Rätsel entschlüsseln. Und das klingt mega spannend, mega interessant. Wo geht man denn nach 3 bis 5 Tagen irgendwie hin? Ich bin sehr gespannt auf dieses Lebensgeheimnis. Ich bin total neugierig auf die Reisen, die wir machen. Das klingt einfach nach Abenteuer pur und ich freue mich darauf, dass wir hier vielleicht doch eine etwas langsamere Abenteuergeschichte haben, aber sehr viel Tiefgründigkeit finden und auch einen Charakter eben über all die Jahrzehnte begleiten und die eben doch ein bisschen gebunden ist an einen Ort. Und ich hoffe, dass es für mich so ein bisschen ein Highlight wird, wie vielleicht tatsächlich das Leben der Eddie LaRue. Und das waren sie jetzt, die 11 Bücher aus dem Juni. Verratet mir super gerne in den Kommentaren, welche Bücher bei euch eingezogen sind, auf was ihr euch besonders im Juni gefreut habt oder vielleicht auch, was ihr euch jetzt im Juli erwartet. Da stehen bei mir, glaube ich, nur 2 oder 3 Bücher. Ja, 3 Bücher auf der Wunschliste. 2 Neuerscheinungen, ein Buch, was eigentlich noch Ende Juni erschien ist. Ich aber dachte, ich komme eh erst im Juli dazu. Manchmal siegt die Vernunft.
Aber das wird jetzt, glaube ich, tatsächlich direkt am 1.2. bei mir einziehen und dann auch gehört werden. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Ja, ich danke euch nun fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video. Und wie gesagt, wenn ihr eins der Bücher vielleicht auch schon gelesen habt oder auch bei euch eingezogen sind, lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.